Herbert Kickl hat im Rahmen seiner Wahlkampftour in Oberösterreich Halt gemacht. Besucht wurden Grieskirchen und Wels, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Auch für eine Schifffahrt auf dem Inn war Zeit. In Oberösterreich empfangen hat ihn der Hausherr, Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Heimbuchner. Die Stimmung ist hervorragend und es macht mir eine ganz große Freude, mit Herbert Kickl und mit Dr. Susanne Fürst-Wahl zu kämpfen. Man sieht, es ist einiges in Bewegung und ich glaube, dass wir am 29. September ein gutes Ergebnis erreichen werden. Die Menschen haben in Österreich erkannt, wenn man bei der alten Bundesregierung die FPÖ wegtut, dann gibt es ganz einfach keine Reformen, dann gibt es keine Politik für die Österreicher. Aus den vielen Gesprächen mit der Bevölkerung geht eines hervor. Es gibt eine klare Erwartungshaltung. Also das gefällt mir schon, dass man merkt, dass die Menschen ein Bedürfnis haben nach einer strengen Asylpolitik, nach einer harten und konsequenten Hand und dass endlich einmal, Schluss gemacht wird mit dieser Weichschieberei, mit dieser Herumeierei, wo man viele, viele Jahre eigentlich damit verloren hat. Dadurch, dass man die falschen politischen Maßnahmen gesetzt hat oder dass man so getan hat, als ob es keine Probleme gäbe. Kickls Wahlziel am 29. September? Ja, die 20% überspringen, je höher, desto besser. Und mir persönlich wäre es das Liebste natürlich, wenn wir die SPÖ hinter uns lassen würden. Ich glaube, das ist durchaus möglich und dann gehe ich davon aus, dass die ÖVP an uns gar nicht mehr herumkommt. Auf Platz 1 der Freiheitlichen Landesliste kandidiert die Linzer Rechtsanwältin Dr. Susanne Fürst. Die Leute sind wirklich wie überall, wo wir hinkommen, sehr positiv gestimmt, geben uns viel Zuspruch, sprechen eigentlich immer sehr ähnliche Themen an. Es geht immer darum, es ist so schade, dass die Koalition aufgekündigt wurde. Man war mit der Regierung so zufrieden und man kann das nicht verstehen und schon gar nicht, dass der Rauswurf von Innenminister Herbert Kickl verlangt wurde. Und es heißt dann eigentlich immer weiter so und lasst euch nicht unterkriegen.